Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 25. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Mond hat eine zunehmende Mondphase. Mond bekommt einen Einfluss von Stern Nashira. Nashira vermittelt uns Sieg. Sieg über eine bestimmte Situation. Sieg über unseren Feinden. Sieg über unseren Gefühlen wie Schuldgefühl, Angst und Zweifel. Mond bewegt sich schnell und kommt ein zweiter Einfluss von Stern Sadal Sud. Dieser Stern Sadal Sud gilt als Glücksstern, also wir haben heute auch mal Glück, besonders die Fischengeborenen und die Skorpiongeborenen, aber auch die Wassermanngeborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben tolle Ideen. Sie haben Kraft, etwas in Bewegung setzen. Sie haben auch gerade die Leichtigkeit und auch die Mut. Die Wassermanngeborenen haben auch die inneren Kraft, die Überzeugungskraft, überzeugt zu sein von sich selbst oder von ihren Vorhaben. Es bewegt sich auch einiges im Vertrauen der Umgebung, gibt es auch Veränderungen, Kontakte, Besuche, Einladungen, also es ist einiges in Bewegung. In nächster Zeit wird wichtige Themen sein Werte, Wertschätzung und auch Finanzen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben gerade Glück. Nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern sie haben gerade auch Gewinnchancen. Sie sollen aber auf ihren Gefühlen vertrauen, intuitiv handeln. Die Gespräche, das schränkt ein bisschen ein die Fischengeborenen. Sie fühlen sich missverstanden oder entsteht durch Gesprächen diese Missverständnisse. Oder die anderen haben andere Meinung und die Fischengeborenen können die anderen nicht überzeugen. Kann auch bedeuten, dass jemand einen Rat gibt und es ist ein nicht gut gemeinter Rat und das hindert eher die Fischengeborenen. Also es ist viel wichtiger, an ihren Meinung bleiben, an sich selbst vertrauen, als jetzt von anderen hören. Kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Da liegen die Einschränkungen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Umbrüche, Veränderungen, Chancen, Möglichkeiten. Auch gute Nachricht ist zum Erwarten. Es sind auch Handlungen. Die Wiedergeborenen spüren die schöpferische Kraft und sie setzen sich auch ein. Aber sie sollen auch auf diese Kraft achten, weil wenn das zu viel ist, kippt die Gleichgewicht und dann fühlen sich die Wiedergeborenen müde oder erschöpft. Also überlegen, wo setzt man sich die Kraft ein. Die schöpferische Kraft ist auf jeden Fall da, die Veränderungen auch. Es kommt auch etwas in Form. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind heute etwas nervös oder unruhig. Ein bisschen Geduld noch, in den kommenden Tagen wird es auch besser. Was wichtig ist bei den Stiergeborenen, dass auf ihren Gefühlen achten, aber auch Thema Liebe, Partnerschaft. Und auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen oder die Kontakt suchen, das ist wichtig, weil so kommt das alles im Gleichgewicht in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Kraft, sie haben Mut und sie haben auch die Leichtigkeit. Sie sollen die Gespräche, die Kontakte suchen, weil das hilft. In die nächste Zeit wird auch wichtig sein, Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich heute ein bisschen unsicher. In den kommenden Tagen kommt aber die Bestätigung oder beruhigt sich das alles.
Die tierkreiszeichnenden Krebsgeborenen haben auch Gewinnchance und eine gute Zeit in die liebe Partnerschaft. In den kommenden Tagen verbessert sich das auch sogar. Die tierkreiszeichnenden Löwengeborenen stehen in einer größeren Veränderung. Gute Gespräche sind zum Erwarten. Umbrüche, Veränderungen, Karma spielt auch eine große Rolle, gerade bei den Löwengeborenen. Karmische Erinnerungen oder karmische Begegnungen oder karmische Lernaufgaben. Die tierkreiszeichnenden Jungfraugeborenen fühlen sich etwas unsicher, obwohl sie haben eine gute Zeit in der Liebe, Partnerschaft und auch Gewinnchancen. Sie sollen auch auf ihren Gefühlen vertrauen. Oder einfach alles fließen lassen. Also nicht jetzt mit dem Verstand zum Handeln, sondern mehr nach Gefühl. Daran liegt auch das Glück. Ein beruflicher Aufstieg ist zum Erwarten. Die Gespräche können unangenehm sein, so ähnlich wie bei Fischengeborenen, entweder Missverständnisse oder dass jemand sich da einmischt oder gibt einen Rat, ist aber nicht gut. Daran liegen die Hindernisse gerade. Die tierkreiszeichnenden Wagengeborenen haben Kraft und Mut und es ist auch ein beruflicher Aufstieg gerade. Liebe Partnerschaft ist aber auch sehr wichtig und es kommt auch im Fluss und die Wagengeborenen haben heute auch ein gutes Gefühl und spüren auch die Kraft und Leichtigkeit. Die tierkreiszeichnenden Skorpiongeborenen haben mal Glück. Und das ist die Neptun-Einfluss auf Jupiter, Glückschancen. Vielleicht heute ein bisschen nervös sind sie oder unruhig, aber in den kommenden Tagen kommt alles im Fluss oder beruhigt sich etwas. Also wichtig ist bei Skorpiongeborenen die Ruhe bewahren und ihre Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen, auch in die Liebe. Aber sie haben auch gerade Glück und auch Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichnen Schützengeborenen kommen wichtigen Gespräche und das hat eine Bedeutung. Dadurch kommt auch etwas in Form. Ab 2. Dezember bewegt sich einiges in die liebe Partnerschaft. Heute ist eine gute Nachricht zum Erwarten oder die Schützengeborenen spüren die Kraft, auch die Mut und auch die Leichtigkeit. Endlich können sie mal richtig aufatmen. Die tierkreiszeichnenden Steinbockgeborenen kommen langsam raus aus die Enge. Es ist mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung und auch Gespräche, Kontakte. Und es ist auch wichtig, dass sie selbst etwas erreichen. Also die spüren auch die schöpferische Kraft und auch diese inneren Kraft. Und das war mein Tageshoroskop. Das ist natürlich allgemein. Aber es besteht die Möglichkeit des maßgeschnittenen Anfertigen bzw. Berechnen. Wenn Sie Fragen haben, wie verläuft ein bestimmter Termin, kann ich astrologisch genau beschreiben. Oder welcher ist der richtige Augenblick, ein Geschäft zu gründen, kann ich auch beschreiben. Oder welche Momente sind gut, einem Nachricht senden an jemanden, kann ich auch beschreiben. Oder welcher Tag ist gut, auf eine Reise zu gehen, kann ich auch beschreiben. Oder möchten Sie wissen, wie das Jahr 2018 wird? Was ist die Tendenz? Was passiert in einzelnen Monaten? Welche sind die günstigen Tage oder Gewinnchancen? Und welche Tage sind Sie eingeschränkt? Worauf sollen Sie achten? Wo liegen die Hindernisse? Wie kann man das alles bewältigen? Welches ist der richtige Augenblick dazu? Und nicht vergessen, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Ich kann das ganz genau beschreiben, diese kosmischen Einflüsse, speziell für Sie. Dann gibt's auch Hilfsmittel. Ich nenne das mal als Rituale, wie große Rituale, Neumond- oder Vollmond-Rituale. Aber gibt's auch kleinere Rituale, wenn man etwas unterstützen möchte, energetisch, dass das in Bewegung kommt, Gewinnchancen oder in die Liebe, Partnerschaft, dass da etwas mal sich bewegt. Natürlich, hier ist auch wichtig, der richtige Moment. Und diese Hilfsmittel befindet sich in meiner Webseite www.dendera-susanna-medici.de. Und
noch die Blitzberatungen. Was ist es eigentlich? Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, wieder dazu schreiben die Geburtsdatum, wenn das möglich ist mit Uhrzeit und Geburtsort und stellen Sie Ihren Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails persönlich, natürlich auch blitzschnell. Und mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage oder pro Termin 10 Euro Vorkasse. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.